Und bei mir steht jetzt, frisch gewählt und mit viel, viel Applaus gerade begrüßt, der zukünftige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Sagen Sie, was geht Ihnen im Moment durch den Kopf, Herr Steinmeier? Ich glaube, mir geht es im Augenblick ein bisschen wie Philipp Lahm nach dem Schlusspfiff, wenn er eine kluge Analyse über das Spiel geben soll. Das ist ein so überwältigender Moment im Augenblick, dass es noch schwerfällt, das in Worte zu fassen, wenn man nur ein halbes Jahr zurückdenkt, nur ein Vierteljahr zurückdenkt, wie unwahrscheinlich eigentlich diese Wahl, meine Wahl zum Bundespräsidenten war, dann ist die Freude umso größer. Und ich glaube, heute, auch angesichts der Mehrheit, aber nicht nur wegen der Mehrheit, darf man das auch sein. Sie wollen ja ein Mutmacher werden. Und wenn man sehr genau zugehört hat, Ihre Rede jetzt, dann ist genau das ja auch Tenor mit gewesen. Noch nicht alles ist gut, aber wir zeigen, man kann es zum Besseren wenden. Ist das erstmal das zentrale Anliegen von Ihnen? Ja, ich glaube, dass die Geschichte dieser Republik eigentlich das beste Argument gegen Populismus ist und gegen all diejenigen, die glauben, dass in einer Welt, die schwieriger geworden ist, die Antworten deshalb einfacher sein müssen. Die Antworten bleiben schwierig. Und ich glaube, die besten Antworten können nur in der Demokratie gegeben werden. Und das bedeutet, dass wir uns auch einverstanden erklären müssen mit dem Ringen um richtige Lösungen. Das ist keine Schwäche eines politischen Systems, sondern es ist Stärke der politischen Demokratie. Es gibt viele Menschen, die haben keine Lust mehr auf komplexe Zusammenhänge. Wie wollen Sie als zukünftiger Bundespräsident die erreichen? Denken Sie über andere Formate nach? Wollen Sie mehr im Land unterwegs sein? Haben Sie da überhaupt schon eine Antwort drauf? Ich habe ja eben in meiner Dankesrede, in der kurzen Dankesrede gesagt, für mich kommt es darauf an, dass wir dabei bleiben in Deutschland, dass wir die Realität, die schwierig ist, nicht leugnen, sondern dass wir uns vornehmen, sie zu verbessern, wo sie verbesserungsfähig und würdig ist. Darum geht es mir. Und viele kennen mich aus den Jahren als Außenminister. Viele, insbesondere die Jüngeren, wissen nicht, dass ich viel länger davor in der Innenpolitik in Deutschland unterwegs gewesen bin. Und deshalb in der Tat ist es für mich auch ein bisschen Rückkehr, dieses Amt, mich sehr viel stärker wieder mit Deutschland zu beschäftigen. Und ich werde sehr viel mehr natürlich jetzt in Deutschland herumkommen, als das in den letzten Jahren der Fall war. Und ich habe eben schon ganz viele Einladungen in Bundesländer bekommen. Und ich hoffe, dass ich die innerhalb der nächsten 12 Monate alle zufriedenstellen kann. Richtig los geht's bei Ihnen ja erst am 19. März. Was machen Sie in der Zeit bis dahin? Nochmal richtig Urlaub oder eine Art Crash-Vorbereitungskurs, dass Sie wieder so vorbereitet übernehmen wie damals als Außenminister? Haben Sie sich da schon was vorgenommen? Ich meine, viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen haben gefragt, ist es jetzt nicht eine Hängepartie für Sie oder für dich, dass man gewählt ist, aber man noch nicht so richtig im Amt ist? Ich finde das gut. Weil bei mir kommt ja auch dazu, ich muss im Grunde genommen Abschied nehmen von einer Verantwortung, die ich über Jahre und gerne getragen habe. Den Abschied von dem Alltag der Außenpolitik, das war auch für mich nicht ganz einfach. Insofern ist diese Phase zwischen den beiden Verantwortungen, früher als Außenminister, in Zukunft als Bundespräsident, ist eigentlich eine ganz gute Bedingung, eine ganz gute Möglichkeit, um runterzukommen, um sich mit neuen Fragen zu beschäftigen und noch mehr mit diesem Land Deutschland. Das wünschen wir Ihnen und danken ganz, ganz herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind. Jetzt wird ja erstmal gefeiert, nehme ich an. Herzlichen Dank, Herr Danke Steinmeier. Ihnen. Vielen Dank.